Und wieder herzlich willkommen zurück zu Wie rette ich am besten die Galaxis vor irgendwelchen komischen Sachen, von denen ich sowieso keine Ahnung habe. Ah, los. Rette. Rette die Galaxis. Rette die Welt. Hier waren wir fertig, ne? Ich glaube. Ich glaube. Das heißt, wir waren wahrscheinlich auch hier in dem ganzen Ding hier fertig. Hong? Da waren wir schon. Oder? Ich glaube, wir waren erst da, dann hier und dann da. Das wäre logisch gewesen, aber nur. Pff. Logik bei mir nicht unbedingt immer da. Aber Antiba! Ach komm, bevor ich jetzt alle gucke, ich einfach mal alle durch. Schauen, was wir hier so haben. Hier können wir erkunden. Die Atmosphäre von Patamalrus ähnelt hinsichtlich der Druck- und Temperaturverhältnisse jener der Venus. Aber anders als bei der Venus enthält die Atmosphäre von Patamalrus bedeutende Mengen Sauerstoff. In sowohl freier als auch an Schwefeldioxid gebundene Form. Chemie ist nicht ganz so mein Fall. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium mit Vorkommen an Kohlenstoff. Es ist durchaus möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass sich auf Blablabla eine einfache Lebensform entwickeln könnte. Mithilfe von Computermodellen wurde erreicht, dass die starke Solarwinde der Tereshkova-Sterne die Atmosphäre von Patamalrus in ein paar Millionen Jahren davon fegen werden. Und so die Temperatur auf der Planetenoberfläche auf minus 70 Grad Celsius sinken könnte. Ungünstig. Erkunden. Schwermetallvorkommen entdeckt. Wir haben Iridium. An Land gezogen, sozusagen. Ach, immer diese Namen. Tegeuse. Diesen Namen. Dieser komische Name ist eine terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlor und Krypton. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Silikaten mit Vorkommen an Kohlenstoff. T-Blabla hat für seine Größe eine geringe Masse und ist bezüglich der Schwerkraftverhältnisse an den Stern Bla-A gebunden. Die Temperaturdifferenz zwischen den Sonnenseiten, dem Hitzepol, und den Schattenseiten, dem Kältepol, sorgt für konstante heftige Stürme auf dem Planeten. Erkunden, und wir haben Quecksilber entdeckt. Das ist toll für das Quecksilber. Mavinor, das kann ich aussprechen, glaube ich. Mavinor ist die zweite der Außenwelten, komischer Name. Auf diesem Fels- und Eisplaneten gibt es zwar einige Vorkommen gefrorenen Wassers, aber keine nennenswerten Mineralien. Die gefrorene Oberfläche besteht aus Silikaten. Wie bei dem Gasgiganten Solmalon geht auch bei Mavinor davon aus, dass sich der Planet sehr nahe den Blablabla-Sternen gebildet hat und durch die Schwerkraft nach außen geschleudert wurde. Gemäß Computermodellen wird der Planet schon in wenigen hunderttausend Jahren aus dem System herausgeschleudert. Boah, erleben wir jetzt nicht mehr so unbedingt, aber... So, haben wir hier? Antibar, nein. Solmalon, da können wir bestimmt landen, ne? Wenn da eben schon so wichtig war. Nein, nicht. Solmalon ist eine der zwei äußeren Welten, komischer Name, der weit vom Zentrum des Heimatsystems entfernt gelegenen Planeten ist, kennzeichnet, ohne Punkt und Komma, durch instabile elliptische Orbitalkreise, die sich in einer Entfernung von 3 AE, was heißt ein AE? Weiß ich nicht. Bestimmt mal gelesen, ist aber schon voll einfach, fällt mir jetzt so gar nicht ein, zu den Binärsternen gebildet haben, könnten und dann in ihre instabile Lage nach außen gedriftet sind. Solmalon ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit beträchtlichen Spuren Natrium in der oberen Atmosphärenschicht, durch die der Planet seine spezifische graue Farbe erhält. Das ist sehr schön für diesen Planeten. Was haben wir auf Hunsalra? Können wir hier landen? Nein! Hunsalra ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. In den oberen Atmosphärschichten finden sich auch wieder keine Punkte beim Lesen. Ungewöhnlich hohe Konzentration an Stickstoff. Die lilafarben aufleuchten, wenn sie von den Solarwinden lokalisiert werden. Weil Hunsalra ein beliebter Ort für die Entladung von Schiffsantrieben ist, ist der Planetenorbit voller Trümmer und Schrott, der von den jeweiligen Schiffscrews hier entsorgt wurde. Das finde ich nicht gut. Und was haben wir hier? Antibar. Hallo Antibar. Antibar ist eine kalte terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Methan und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Eisen mit Vorkommen an Magnesium. Diese Welt gilt als aussichtsreiche Plattform für ein langfristiges Terraforming. Wenn die Atmosphäre auf das Niveau der Erde verdichtet werden könnte, würde die mittlere Temperatur des Planeten um 10 Grad Celsius ansteigen. Durch die Kombination aus kalten Temperaturen
mächtigen Oberflächenwinden und schlechten Sichtverhältnissen ist es gefährlich, Antibar zu Fuß zu erkunden. Das heißt, wir werden gleich Gefahrenstufe sonst was haben, wenn wir aus dem Marco aussteigen. Ich würde gerne mit euch beiden reisen. Ja, genau. Ihr wart doch immer so gut zu mir. Abgesehen davon, dass ihr immer tot umfällt. Aber ich fahre ja auch die ganze Zeit tot um. Sieht aber schön aus mit den Farben. Gefällt mir. So. Bevor ich irgendwas mache, speichere ich, sonst muss ich wieder alles vorlesen. Muss ich nicht, aber... mir doch egal. So. Ich will speichern, also tue ich das auch. Speichern beendet. Maus, danke. Was haben wir denn jetzt? Wir hätten hier links eine Anomalie. Das heißt, wir fahren noch einmal nach links. Wo ist vorne, wo ist hinten? Da ist vorne, wo ist jetzt links und wo ist rechts? War nicht mal so falsch gewesen. Schön, dass ich auch immer noch nicht weiß, wo bei dem Ding vorne und hinten ist, wenn es irgendwie komisch landet und sich die Kanone mitdreht vorne. Ja, toll, jetzt ist ja auch herrlich. Huch. Sag mal, also, was mache ich denn hier? So, da so. Mit den Eiswinden hier ist auch etwas leicht verwirrend und sichteinschränkend. Und ist bestimmt voll warm hier. Ich sehe da vorne schon was. Ich sehe zwei Sachen da vorne. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, du liebe Scheiße! Ja, also, ich habe mich gerade voll überhaupt nicht erschrocken. Dreschschlund? Hatten wir sowas nicht schon mal irgendwann? Schießt ja auch noch mit Rotze. Lass doch den Scheiß. Was? Was? Bitte was? Habe ich gerade nicht aufgepasst? Letzten Spielstand weiterspielen. Gut, dass ich gespeichert habe. Als ob ich es gewusst hätte. Was? Komme ich nicht mit. So. Ich wiederhole nochmal. Was? Habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich wollte gerade sagen, gut, dass er uns mit seiner Rotze nicht getroffen hat, aber was auch immer er getan hat, muss effektiv gewesen sein und ich hoffe, man kann es besiegen. Das wäre mir ein Bedürfnis. Ich muss besser ausweichen wahrscheinlich. Zumal erschrecke ich mich auch nicht wie so ein Blöder. Na doch. Alter, Junge. Strick schon wieder die falschen Tasten. Hilfe! Wissen wir, was ich tun soll? Was ist denn Scheiß? Ich fahre nur hilflos im Kreis rum. Na! Ich drücke, fahre wirklich nur hilflos im Kreis rum. Lass mich! Lass mich! Will dich! Geh weg! Machen. Er kommt nicht bis hierher, ne? Ja, was ist das denn für ein Scheißvieh? Und warum passe ich nicht auf? Bus. Dreh dich, da ist was zum Abbauen. Muss ich mir merken. Kann ich mir wahrscheinlich nicht merken, weil ich zu doof dazu bin. Oder kommst du doch mal wieder? Bevor ich jetzt übrigens dahin fahre, werde ich da hinten erstmal einen Berg bauen. Sonst vergesse ich das nicht. Was war das denn gerade? Das ist ja also, mal ehrlich, also. War das hier hinten irgendwo? Ja, da. Alter, da kriege ich ja. Frischer Herzkasper. Guck da einfach aus dem Boden raus. Sowas aber auch. Könnte doch mit mir nicht machen. Trägt mein Herzchen nicht. Ist ein bisschen kühl hier oben, ne? Kann das sein? Ich muss ja auch nachher wieder hoch. Das ist die schlechte Nacht dabei. Hallo, könntest du bitte... Danke. Parken.
Kann ich vorher speichern, weil da stand irgendwas zu Fuß nicht günstig? Spiel speichern? Speichern? Hm? Speichern? Hm? Ja? Hm? Gut, aussteigen. Und. Oh, ist ja kalt hier. Kalt. Halt mal über eine Wärmflasche. Mineral gefunden. Quecksilbervorkommen. Vielen Dank. Kann ich wieder einsteigen? Mir ist kalt. Und jetzt muss ich da wieder hoch. Kann ich da auch irgendwie bequem hoch? Karte? Was sagst du dazu? Warte, da rechts hoch. Kann ich bequem? Jep, da rechts kann ich bequem. Dann machen wir doch heute mal bequem. Warum nicht auch mal zu abwechselnd bequem fahren? Schön 50 auf der Landstraße. Freuen sich die anderen. Oh, jetzt. Geradezu irgendwie. Wehe, da kommt nochmal so ein Kacker rüber. Sagen, hab ich da was gehört? Da muss man glaube ich wieder mit. Oder Kacker. Ich wahnsinnig. So viel Action, das vertrage ich nicht. Ja. Ich fahr heute mal ganz fleißig außenrum. Sonst eier ich mir hier wieder ein zurecht. Lacht da wieder alle, weil ich zu doof bin, um Auto zu fahren. Im Spiel. Vielleicht bin ich natürlich voll der Pro. In allem. Ich bin unfehlbar. Habe ich irgendwann schon mal erwähnt, glaube ich. Nicht. So, was haben wir hier? Elektronikfertigkeit zu kriegen. Ich stehe auf ebenem Gebiet. Ihr seid alle tot. Kann ich nicht angrabbeln? Doch, kann ich, würde ich gerade sagen. Entdeckung. Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen von Geth-Waffenfeuer. Die Geth wurden von dem Dreschlund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Früher haben sie nicht. Ist das da vorne? Da will ich immer hin. Und ich würde gerne wieder einsteigen. Schön, dass sie auch so symbolisch einfach einen Menschen und einen Geth hingelegt haben, ne? Naja. Jeder wie er möchte. Jetzt möchte ich da vorne hin. Und mitspeichern. Einfach nur so. Einfach nur so, weil... weil Dreschlund. Nicht, dass hier noch so ein Scheißteil kommt. Kann ich aussteigen? Ja, du stehst auf ebenem Gebiet. Gibt's jetzt Aua? Ey, man sieht auch nichts wegen diesem Hagel, wollte ich gerade sagen. Wegen diesem verfluchten Hagel. Artefakt. Proteanischen Datendisk gefunden. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie einen proteanischen Datendisk gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer der Dreschlunds fallen gelassen worden sein. Ja, eventuell. Und den Dreschlund haben wir dann fallen lassen. Hat er nicht anders verdient. Und jetzt müssen wir rechts. Rechts, auf nach rechts. Ups, ich möchte nicht den Rückwärtsgang nehmen sollen. Entschuldigung, ja. Und ich rede noch davon, dass ich mich nicht zum Affen machen möchte, aber... Ne? Das ist doch die richtige Richtung, ne? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen irgendwie sowas. Ne? Ui! Immer wieder lustig! Ich würde jetzt sagen, eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist toll, aber es passt nicht so ganz. Dann müssten wir auf einem Wasserplaneten landen. Hatten wir auch noch nicht, ne? Nur Eisplaneten bisher. Fährt sich gut und ich weiß genau was... Nein, ich will die andere... Genau. Geht Außenposten, Trümmer. Bei den Trümmern ist garantiert wieder Elektronikfähigkeit zu bringen. Sie sind so unfähig, dieses Spiel zu spielen, also dürfen sie das nicht tun. Bin ich jetzt noch richtig? Es ist irgendwie heute schwierig, gerade auszufahren. Ich meine sonst auch, aber heute ist noch schwieriger als sonst. Hallöchen. Immer noch keiner da. Bin ich noch richtig? Ja. Der Weg ist nur 500 Kilometer weit. Stell dir vor, wir müssen das heißt Fuß rennen. Du bist ja wahnsinnig. Kriegst Kilometergeld. Oder dicke Blasen an der Füße. Ein Stück links. Man sollte auf die Karte gucken. Und nicht einfach nur Scheiße labern. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir blockiert. Das heißt, hier haben wir gleich irgendwo ein paar Gegner. Ey, kannst du mal bitte? Kann ich übrigens mal bitte? Neuen Speicherstand. Ich kann ja später wieder löschen.